Stell dir vor, du kaufst dir dein Fahrzeug und stellst im Nachhinein, stellt sich raus, dass du die falsche Anhängekupplung hast. Es gibt die starre und es gibt die abnehmbare. Was der Unterschied ist, welche sich für dich besser eignet für dein Urlaubsverhalten, das zeige ich dir in diesem Video. Mein Name ist Matthias vom Pössl Center in Metzingen. Das hier ist jetzt die starre Anhängekupplung. Bei der starren Anhängekupplung, da habe ich die Option, die, und das sieht man schön an den Löchern hier, einmal unten zu installieren, so wie ich sie jetzt hier dran habe, unter in den Löcher drin, oder ich kann sie oben drin installieren, dann ist sie ein bisschen höher. Die starre Anhängekupplung, die fahre ich halt immer mit mir rum, die mache ich nicht mal so geschwind weg, sondern habe sie in der Regel immer dran. Natürlich, wenn ich mir jetzt ein bisschen Arbeit mache mit dem Schraubenschlüssel hier, kann ich die auch lösen und mal daheim lassen. Aber in der Regel habe ich die immer mit dran. Mit meiner festen Anhängekupplung, da habe ich natürlich immer beim Rückwärtsfahren auch einen gewissen Schutz. Wenn ich beim Einparken, da ist ein Baum, da ist ein Zaun, da ist irgendwas anderes, langsam rückwärts fahre und aus Versehen da dran dops, dann ist das natürlich ein schöner Schutz. Oder wenn mir im langsamen Verkehr jemand hinter reinfährt, dann passiert meinem Auto erstmal auch nichts, weil ich ja meinen Schutz von der Anhängekupplung dran habe. Das ist natürlich aber auch nur bis zu einem gewissen Grad beim Aufprall, wenn mir voll jemand reinrauscht, bringt das auch nicht mehr viel. Einer der größten Vorteile von der starren Anhängekupplung ist der, dass es einen Fahrradträger gibt, nämlich der Atera DL3. Der hier als Kupplungsträger da drauf passt. Ich kann da 2 bis 3 Fahrräder drauf machen und ihn so abklappen, dass ich an meine Hecktüren drankomme, ohne dass ich meine Fahrräder abladen muss. Sprich, in beladenem Zustand schwenke ich den so weit hinten raus, klappe den ab, dann passen meine Türen ganz genau so über den Fahrradträger drüber, dass ich einwandfrei an meine Tische, meine Stühle, meine Technik, was ich im Kofferraum habe, drankomme. Das ist eine feine Sache. Als Nachteil von so einer starren Anhängekupplung kann es einmal sein, dass jemand sagt, ey, da bleibe ich immer dran hängen, wenn ich hinten rumlaufe, dass ich hier aus Versehen dran hängen bleibe. Das kann ein Nachteil sein. Die Optik kann ein Nachteil sein, wenn jemand sagt, das sieht nicht so schön aus, wenn ich den Knüppel immer mit mir rumfahre dahinter dran, dann mag das eine Rolle spielen. Und ein Nachteil kann sein, wenn ich jetzt ein 6 Meter Fahrzeug habe und unter meine 6 Meter bleiben will, zum Beispiel wegen der Fähre, dass ich dann mit der starren Anhängekupplung natürlich immer über die 6 Meter komme. Das da ist die abnehmbare Anhängekupplung. Die abnehmbare Anhängekupplung hat den Vorteil, ich kann sie dran machen, wenn ich sie brauche, wegmachen, wenn ich sie nicht brauche, habe schöne Optik hinter, bleibt nicht dran hängen, ist einfach eine saubere Sache. Es gibt unterschiedliche Systeme. Das hier ist ein System, da entriegel ich. Ich habe sie jetzt entriegelt. Dann stecke ich die einfach unten rein. Fertig, kommt mein Hänger dran. Gut ist es. Und wenn ich sie wegmache, entriegel ich sie, einmal rausziehe, rumdrehe und wieder wegmachen. Das ist jetzt natürlich, wo die so neu ist und ungebraucht, ist das noch eine feine Sache. Sobald das erste Mal ein Anhängemaul drauf war vom Anhänger oder vom Fahrradträger, ist das ölig, schmierig und dann ist es besser, man zieht zum Wechseln die Handschuhe an, weil man dann ganz schnell dreckige, ölige Finger kriegt. Diese abnehmbare Anhängekupplung, die ist immer ungefähr 3 bis 4 cm höher als eine starre Anhängekupplung. Zumindest wenn ich die starre Anhängekupplung wie drüber am anderen Auto unten installiert habe. Heißt, wenn ich hier jetzt den Radträger drauf mache, den Atera DL3, dann kriege ich meinen Kofferraum nicht mehr auf bei abgeklapptem Träger, Fahrradträger. Ja? Das ist ein Nachteil von der abnehmbaren Anhängekupplung. Es gibt kein Trägersystem, was bei einer abnehmbaren Anhängekupplung drauf passt, wo ich meine Türe aufkriege, wenn ich den Träger abklappe. Da muss man aufpassen. Laut Straßenverkehrsordnung bin ich verpflichtet dazu, bei einer abnehmbaren Anhängekupplung, die immer, wenn sie nicht in Betrieb ist, wegzumachen. Ich darf die nicht einfach dran lassen und spazieren fahren, sondern muss die wegmachen. Sonst kommt vor,
dass ich beim Auffahrunfall eine Teilschuld zugesprochen kriege, weil ich sie dran gehabt habe und beim anderen dadurch ein größerer Schaden am Auto entstanden ist. Also immer wegmachen, wenn man sie nicht braucht. Hat natürlich auch den Nachteil, wenn ich die dann wegmache, da oben ist sie jetzt schon fertig, dann weiß ich nicht richtig, wo soll ich die hinlegen, dann fährt sie vielleicht im Auto rum oder ich nehme sie mit heim, aber dann bin ich irgendwo, oh, jetzt bräuchte ich sie doch. Und das ist immer so eine Sache mit der abnehmbaren Anhängerkupplung, wo mache ich die hin, wenn ich sie nicht brauche. Die Belastbarkeit, sprich Stützlast und Anhängelast, ist bei beiden Fahrzeugen gleich. Da darf ich bei einem Heavy-Fahrwerk oder Maxi-Fahrwerk 3 Tonnen ziehen, dranhängen, sprich riesengroße Hänger, Motorboote, Pferdehänger, weiß gar nicht, was es noch für große Hänger gibt, die bis zu 3 Tonnen kommen. Ein normaler Wohnwagen hat so zwischen 1,5 und 1,8 Tonnen. Große Wohnwagen kommen auch mal an die 2 Tonnen dran. Also beim Maxi Heavy darf ich 3 Tonnen dranhängen. Wenn ich kein Maxi oder Heavy habe, darf ich 2,5 Tonnen dranhängen. Auch das ist noch extrem viel. Stützlast habe ich auch bei beiden dasselbe. Da darf ich 150 Kilo drauf stützen, drauf machen. Ja, das sind so die Unterschiede von der starren Anhängekupplung zu der abnehmbaren Anhängekupplung. Du siehst, es gibt Vorteile für die starre, es gibt Vorteile für die abnehmbare. So kann jeder überlegen, was passt besser zu mir. Ich selber, ich habe hier die starre Anhängekupplung dran, bin der Freund, ein größerer Freund von der starren Anhängekupplung. Aber wie gesagt, muss jeder selber gucken, was besser für ihn passt. Ein Fahrradträger habe ich dir jetzt vorgestellt. Es gibt natürlich noch viel mehr Varianten. Da habe ich schon auch einen YouTube-Film drüber gemacht. Hier oben setze ich dir den Link. Da kannst du mal nachgucken, was da die beste Lösung für dich ist. Ja, und wenn du Interesse hast, nicht nur am Fahrradträger, an der Anhängekupplung, sondern an dem ganzen Fahrzeug, dann melde dich gern bei uns im Pössl Center. Wir beraten dich gern. Wir helfen dir und finden das richtige Fahrzeug mit der richtigen Anhängekupplung für dich.